통은 네? 이슈. 화시통. Steht hier schon alles bereit? Ja. Ich habe mein Bei diesem wunderschönen Wetter haben wir uns jetzt entschlossen, nicht zu fahren. Das sieht viel schöner aus hier am Fenster, als es wirklich ist. Guckt euch mal den Baum an, wie lang der und wie weit der wächst. Das müssen die unbedingt mal schneiden hier alles. Sonst wächst das alles zu. Ich schwör's euch, bis zum Sommer ist das alles zugewachsen hier. Ja, ich war gerade draußen, habe den Müll rausgebracht im Regen und meine Tochter hat ihre Klamotten wieder reingeholt. Die hatte sie alle schon im Auto oder viele von den Sachen, die Taschen, die da standen, hätte mein Mann jetzt in sein Auto nehmen müssen. Ja, wir haben mein Mann telefoniert, er hat eine geschäftliche Besprechung gehabt, da ist er nicht weggekommen. Und er würde natürlich jetzt gleich dann losfahren wollen. Allerdings haben wir gesagt, nee, das Wetter ist so mies, es stürmt, es regnet, es hagelt, es ist alles zusammen hier. Und meine Tochter müsste ja mit ihrem Auto auch fahren. Und dann haben wir gesagt, nee, die Dorfwege sind natürlich sehr, sehr dunkel und nicht gut beleuchtet und ist auch rutschig. Haben wir dann gesagt, mit Baby an Bord und Hund und mir und allem lassen wir lieber. Weil ich muss hinten bei meiner Tochter sitzen und auf Baby und den Hund aufpassen. Und meine Tochter fährt, weil natürlich Baby auch in dem Auto meiner Tochter sein muss. Ich muss aber auch in dem Auto sein, wo natürlich könnte jetzt meine Tochter auch das Auto meines Mannes fahren. Damit ist sie aber nicht so, ja, das fährt sie nicht so gerne, so ein großes Ding. Und insofern klappt das nicht, ne? Das ist einfach zu gefährlich, beziehungsweise uns zu unsicher und es muss ja auch nicht sein, wir müssen jetzt nicht nachts losfahren. Deswegen haben wir gesagt, wir fahren morgen und genau, dann kann man in ruhig Sutsche und bei dem ganzen Regen die ganzen Sachen einpacken und mitten in der Nacht, warum? Das ist ja Blödsinn, können wir morgen fahren? Dann haben wir gesagt, okay, dann warten wir bis morgen und ja, insofern kann man mal seine Besprechung zu Ende machen. Wir bleiben noch eine Nacht länger hier. Und fahren dann, wenn das Wetter wieder ein bisschen schöner ist, morgen soll es nicht ganz so regnerisch sein, was mir auch zu Pass kommt. Genau. Und dann würden wir wahrscheinlich morgen dann nochmal einkaufen und dann haben wir eigentlich auch alles erledigt, wenn das alles so klappt und mein Mann dann auch morgen dann pünktlich kommt, sodass wir dann relativ frühzeitig dann auch rauskommen. Ja, und jetzt ist es ungefähr 7:45 schon. Und jetzt wird Gazi sicherlich gleich nach Hause kommen. Ich glaube, ich habe dem Hund eben sein Fressen gegeben. Das war überhaupt der Ursprung unseres Problems an sich, weil ich den Hund nicht füttern kann, also wenn wir losfahren, dann darf ich ihn nicht vorher füttern, weil sonst spuckt sie nachher im Auto. Deswegen musste ich unbedingt wissen, ob wir nur heute fahren oder nicht. Hatte mein Mann erst nicht erreicht, habe ich aber jetzt doch. Und ja, jetzt ist alles gut. Bleiben wir noch eine Nacht länger hier. Das ist mir lieber, als wenn wir jetzt in der Nacht losfahren, was auch kein Problem ist. Natürlich kann man auch in der Nacht, aber mit so einem Baby und alles raus dann wieder. Und dann muss er sich dran gewöhnen. Und mitten in der Nacht, vielleicht wäre es in der Nacht noch besser, weil er dann besser schlafen würde. Das kann sogar sein. Mein Lieb, pst, jetzt kommt wahrscheinlich Gazi. Oder? Hund? Naja, also, lange Rede, kurzer Sinn, machen wir morgen. Morgen ist Samstag, ne? Ja, genau, morgen ist Samstag. Gut, abgeschminkt sind wir, Haare sind ordentlich fettig, die muss ich morgen unbedingt waschen. Das gefällt mir alles hier am Ansatz nicht. Das hat tatsächlich da das Apfelessig nicht so gut hinbekommen, ne? Und auch sonst gefällt. Ja gut, es ist relativ weich. Also die Haare sind eigentlich ganz schön, so in der Länge, aber am Ansatz irgendwie gefällt mir das alles nicht. Aber es hat auch Struktur, ne? So ist ja nicht. Also man kann so ein bisschen mit den Haaren besser arbeiten. Das ist schon richtig. Aber hier sieht das alles so fettig aus. Keine Ahnung. Naja. Gut, dann sehen wir uns später wieder. Essen gibt es noch von gestern. Ich hatte überlegt, jetzt schnell was zu machen, weil Emma schläft mit Baby. Aber wir haben noch eine ganze Menge Essen von gestern übrig. Also ich glaube, das müsste für die drei reichen. Ich habe eh keinen Hunger drauf. Vielleicht koche ich mir ein paar Nudeln mit Ketchup. Da hätte ich so ein bisschen Lust drauf. Aber ja, mal gucken. Genau, ich kann meinen ganzen Mist hier schon mal zusammensammeln. Da muss ich das morgen nicht alles machen. Das werde ich mal machen. Wollt ihr dabei bleiben? Dann könnt ihr mir ein bisschen zugucken. So. Ich habe nämlich hier so viel Papiersachen liegen. Die muss ich alle wegschmeißen. Also, hier hatte ich noch meine ganzen Dinge drin, die ich mitgebracht hatte. Das ist das von Today. Das Abschminkzeug wollte ich ja mit euch testen. Außerdem wollte ich mit euch
die Reinigungsmilch von Today testen. Habe ich auch nicht gemacht. Das muss ich alles noch machen. Ja, also, das ist Emmels Pferdesalbe. Die bleibt jetzt noch hier. Das Infektionsspray kommt rein. Das packe ich jetzt auch rein wieder. Meine Enthaarungsdinger sind auch vorbei. Das könnte ich noch mal ausprobieren morgen früh. Ich weiß nicht, aber wenn, dann mache ich das kurzfristig morgen. Mein Melkfett nehme ich aber mit. Für die Füße und so war ich da ja ganz mit zufrieden. Das nehme ich auch mit. Ich habe, glaube ich, noch eins im Badezimmer, eine Kur. Balea-Kur nehme ich mit. Natürlich nehme ich mein italienisches Gewürz mit. Abschminktücher brauche ich auch nicht mehr. Dann seid ihr eigentlich so hoch. So. Diese Nagelfeilen benutze ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich ja noch das von meiner Schwiegertochter, das Balea 2-Phasen Abschminköl. Mein Lippenstift, der gehört Emmel, den packe ich hier wieder rein. Mein Eyeliner. Hier habe ich noch eine Haarkur, nee, eine Spülung, nee, eine Spülung. Ah, siehst du, genau, die habe ich ganz vergessen. Die könnte ich eventuell morgen früh nochmal mit euch austesten, bevor ich gehe. Dann hatte ich ja noch diese Sachen gekauft und ich habe noch meine Palette, die tue ich mit rein. Mein Peeling ist noch nicht alle. Das muss ich aber nochmal, mein Lippenstift, mein Sponge, meine Sachen hier. Dann habe ich noch die Palette von Phantom Beauty. Ich habe hier noch ein Puder und meine Haare. Entschuldigt bitte. Außerdem von Trended Up. Nee, doch, Trended Up. Die Foundation, den Highlighter. Und was haben wir noch? Meine Haargeschichte hier. Und dann habe ich hier noch ein Bild von meiner kleinen Enkelin. Das packe ich natürlich auch mit ein. Mein Blush. Mein Parfüm. Oh, herrlich riecht das von La Riviere. Herrlich, hatte ich auch von meiner Schwiegertochter geschenkt bekommen. Wo ist da ein Deckel eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe einen Brief bekommen von meiner Schwiegertochter. Und hier war auch noch eine Honey Soft Mask. Vielleicht probieren wir da noch mal eine aus heute, aber es ist schon zu dunkel. Also ich glaube, das hat keinen Wert mehr heute. Ja, und dann habe ich da außer Schokoladenpapier nicht mehr viel. Genau, alles andere. Meine ganzen Pinsel. Allerdings wisst ihr, was weg ist. Mein Lash-Dings, dieses schmale vom Primark, diese schmale Mascara, die ist mir jetzt hier nicht begegnet, aber das ist ja echt ärgerlich. Shit, ich dachte, die würde mir jetzt hier irgendwo entgegenkommen, ist sie aber nicht. Na gut, packe ich meine ganzen Sachen jetzt nochmal hier rein, die ganzen Pinsel und Mascaras. Das ist echt komisch. Wo habe ich die denn hin? Sag mal, kann ja nicht weg sein. Ah, hier. Ha, die ist da reingerutscht in das Ding. Okay, dann ist ja gut. Okay, dann habe ich auch alles. Das Ding gehört ihr, Emma. Das ist natürlich hier. Ja, und dann habe ich noch einiges, das hier auf die Erde gefallen ist. Und dann habe ich noch meinen Spiegel, den lasse ich aber noch mal da. Und ich habe noch die ganzen Schminkutensilien aus dem Karton von meiner Schwiegertochter. Aber den nehme ich natürlich mit, den Karton. Der kann aber erst noch mal hier bleiben. Weil noch bin ich ja da. Ne? Und ja, ich würde sagen, dann haben wir das auch so ungefähr. Ich habe jetzt hier noch mal von Alverde diese Zeitung, da wollte ich eigentlich noch mal mit euch reingucken, ob wir da was Interessantes entdecken. Das DM-Magazin. Das hat mich angesprochen. Ich fand die Farben so schön von der Jacke und mit dem rosa Pulli drunter. Und auch die Kette fand ich so interessant. Und die Frisur hat mich auch angesprochen. Ich finde sowieso immer, dass die immer richtig tolle Frisuren zaubern aus Afrika und den afroamerikanischen Ländern. Das ist immer richtig, oder lateinamerikanisch auch, die machen auch richtig tolle Frisuren. Da wollte ich da mal reingucken, was die da so schreiben.
besonders dezent, stolz, stark, mutig, sanft. Alles von Balea. Ja. Hi. Körper über Abenteuer. Nee, Kopf über Abenteuer, Körper über Abenteuer, Kopf über Abenteuer. TV-Journalistin. Ah, okay. Die Schuhe sind ja auch cool, ne? Ja, da ist eine TV-Moderatorin wohl, die kenne ich gar nicht. MTV-Moderatorin. Das ist alles voller Kaffee, ne? Weil Kaffee ist irgendwie ausgelaufen, als wir hergekommen sind. Diese WG ist ein großer Wurf, eine Wohngemeinschaft für Demenzkranke. Das ist auch interessant. Morgens gegen 8 Uhr. Wenn Irmgard Konzal aufwacht, sieht sie direkt in die Gesichter ihrer Kinder und Enkel, als sie noch klein waren. Als Fotos gerahmt. Sehr schön. Ich lese gerne solche Sachen. Ja, da wollte ich mal reingucken. Das werde ich vielleicht jetzt mal weiter fortsetzen und wir sehen uns dann nachher noch. Guck, wir sind ja da. Tja, jetzt noch mal eben Mama filmen und dann komme ich, okay? Nur noch mal eben Mama filmen. Der Tee ist warm, mein Süßer. Jetzt hast du angefangen. So, was kochst du heute? Wieder ein bisschen Gemüse mit Kartoffeln und Käsesoße. Käsesoße. Familie kriegt ja auch ein bisschen was ab. Okay. Und dann mache ich noch extra Hähnchen anbraten mit Zwiebel und dann noch extra Eintopf mit was mit Hähnchen. Oh, das sieht aber lecker aus. Weil Gabi mag das. Da ich keine Nudeln essen kann, habe ich eine extra Kartoffel mitgemacht. Okay. Da kannst du natürlich auch was haben, wenn du Kartoffeln essen willst. Stimmt, schau mal. Dann willst du Nudeln. Ich werde wahrscheinlich Nudeln essen. Ja, ich komme, ja. Käsesoße. Ich liebe diese. Das ist die hier. Ah, okay. Schmeckt richtig gut. Alles klar. Die Buttergemüse habe ich noch das reingemacht. Okay. Ja. Komm, Melli, komm. Wir spielen mit Melli Maus. Komm. Ja, ich komm, ja. Melli, komm. Und wir spielen mit den Bällen. Komm. Komm her, komm. Guck mal. Komm. Komm. Guck mal. Melli, guck mal. Interessiert sie gar nicht. Doch. Doch. Ja. Da. Da. Ui. Was ist dieses Ding? Das hatte sie, glaube ich, bei Rossmann gekauft. Bin nicht ganz sicher. Ne? Ja, ich weiß, meine Haare sehen furchtbar aus. Melia guckt mich ganz interessiert an, warum ich jetzt hier mit der Kamera spreche. So guckt sie. Und den Schnuller dabei. Guckt immer da so. Was machst du da? Du sollst doch mit mir spielen, mit der doofen Kamera reden. Aber jetzt ist gut. Jetzt geht sie zu den anderen Bällen. Melli? Das ist mein Hund. Der ist auch eifersüchtig. Ne, bist eifersüchtig, Melli. Melli, ja, mach die Tür zu. Die hat die Schublade aufgemacht. Du Schlingel, hast eine Mütze rausgeholt, ne? Hast du deine Wintermütze rausgeholt? Pack wieder rein. Und nicht die Finger einklemmen, bitte. So. Melli, nein. Melli, komm. Die Smiley, ne? Liegt in der Sonne. Ja. Nein. Nein, lieber nicht. Ja.
waschen mit dir. Ein bisschen Hände waschen, ne? Kuckuck. Ja? Ja, das kriegst du nicht auf. Ja, Mama kocht Essen, ne? Nein, 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 nein. Das ist noch nicht fertig. Ja? Fleisch. Nein, 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 nein. Bleib doch schön sitzen. Das ist noch nicht fertig. Ja? Da? Nein.